Hallo! Okay, now. From the beginning. Nichts auf Anhieb. Bauschaum, ja. Nein. Alter, ich weiß warum. Nein. Oh, fuck. Meine Fresse. Easy peasy, Junge. Alles. Moin. Haha. Fick dich. Alle drei zusammen. Nicht mein Dorf, Jungs! War ein interessantes Projekt. Würde ich nicht nochmal machen. Oh, eine P90. Scheiße. Ich habe jetzt echt keinen Bock mehr, ne? Wirklich. Ich habe keinen Bock mehr. Hallo. Moin. Guten Tag. Na, wie geht's? Ton ist super. Siehst du? Ton ist super, sagt Woody. Gut zu viel. Ja, warum nicht? Ich kann auch wieder gehen. Nee, Flo ist schwanger, glaube ich. Oder? Oh. Klar. Weihnachtszeit hat reingehauen. Kekse. Kekse. Barker fragt, ob das auch eine echte Waffe sein darf, von dem Porn, den er noch kriegt. Ich glaube eher nicht. Ich denke auch eher nicht. Aber Sand ist im 10. Monat. Ja. Wenn du den jetzt vorliest, kannst du ja dann auch alle vorlesen. Nee, kein Bock. Weihnachten ist vorbei, Mann. Es gibt keine Weihnachtsmann-Mützen. Wo sind die Geschenke? Was für Geschenke? Du hast Geschenke gekriegt. Ach, sie hat Geschenke gekriegt? Ja, eine Tasse. Eine Tasse? Ja. So wie ich. Ja. Und Tee. Ja. Nee, ein Gutschein für Spreadshirt. Ach ja. Mhm. Warum ist denn da noch keine Bestellung reingekommen? Was steht nächstes Jahr bei ACS an? Erleuchtet uns erstmal wieder Videos. Ne, wir haben uns jetzt ja so ein bisschen Gedanken gemacht. Bevor wir das Thema jetzt angehen, gucken wir erstmal, was dieses Jahr so passiert ist. Ne? Das erste Video aus diesem Jahr ist ganz oben links. Das, ne? Jo. Da fing das Jahr schon direkt beschissen an. Das lassen wir mal außen vor. Also der Trigger war geil. Welcher Trigger ist denn nicht geil gewesen? Der war ja nochmal ganz besonders mit der Verpackung unterfüttert und so. Verpackungsmaterial. Ne? Genau, zerschnitten und dann als Schirmscheiben quasi unterlegt. Stimmt. Das Problem ist, wir können uns das jetzt nicht groß angucken, weil wir keinen Ton haben. Nee, wir dröseln das nur so ein bisschen auf jetzt. Ja, aber die ist ganz schön geworden, ne? Und der Gewinner hat sich auch echt gefreut. Aber ich finde das krass, dass das schon wieder ein Jahr her ist. Boah, die hat mir auch so gefallen mit dem Short dort drauf. Ja, auch die Verarbeitung alles, das war echt gut, ne? Vierte Projekt. Ja, yo! Oh, fuck, echt? Das war Nikolaus? Das war wieder Nikolaus aufgenommen und dann im Ende März rausgebracht. Oh, da müssen wir dran arbeiten. Das muss man nochmal irgendwie hinkriegen, oder nicht? Dass man ein Video dreht und dann wird das direkt im Anschluss geschnitten, oder? Da waren wir gerade auf so einem guten Weg mit dem Time, dass wir die Aufnahme ein bisschen besser strukturieren, dass es hier besser abläuft, dass es für mich im Schnitt besser abläuft. Und es hat sich schon echt gut angefühlt und wir haben es, ich glaube, auch 3 Videos so in Folge geschafft, dass die wirklich punktgenau alle 2 Wochen kamen. Und ja, jetzt, ja, boah. Vor einem Monat oder so. Ja, genau, vor 1,5 Monaten. Ja, aber das hatten wir ja schon mal zwischendurch. Ja, aber das waren dann auch die Videos, die so strukturiert waren, dass ich die schneiden konnte und parallel auch noch Geld verdienen konnte. Es sind natürlich auch trotzdem noch, stehen ja auch noch andere Projekte an, die auf jeden Fall in Zukunft dann trotzdem noch länger dauern, bis vom Film bis zum Schnitt. Definitiv. Und das wollen wir ja auch, da wollen wir auch wieder hin. Ja. Aber da können wir ja nachher noch was in Ruhe zu sagen. So, dann wieder so ein komischer Vlog und dann rein. War da viel dran gemacht? War wenig dran gemacht. Nur geschotstroke, glaube ich. Weil es war ja eigentlich ein ziemlich perfektes Teil mit dem Bigger Decor und dem Tiny Motor schon. Ja, die ist jetzt ein bisschen anders. Mittlerweile, aber ist ja auch nicht in Videoform gewesen. Nee, das war nur in Streams und komplett einfach so ohne Kamera. Was hast du denn da alles gemacht? Das machen wir gleich, finde ich. Achso, hast recht. Aber der Porn davon war geil. Ach ja, das stimmt, das war da draußen. Hast du zwischendurch, als du die neu hattest, aber auch viel mitgezockt, ne? So viel konnten wir damit gar nicht zocken, wegen Corona. Ja, klar, aber es war wenigstens so viel, dass du gut von geschwärmt hast, ne? Und dann kam schon der Arzt. Krass, ne? Guck mal, die Schütten sind alle
so gut wie leer. Beim Shop, da kommt jetzt auch noch einiges nächstes Jahr, ne? Schon viel vorbereitet. Alter. Bisschen was müssen wir auch noch machen. Ne? Im Shop erstmal zurechtfinden, ne? Mit Artikelvarianten und dem ganzen Scheiß, ne? Alter Schwede. Aber es ist jetzt ist cool. Ja, für die Schläuche und so alles schön eingerichtet. Die Black and Red. Oh ja. Das war ein geiles Projekt. So, ein Akt, ne? Hat dich wieder ganz schön Nerv gekostet, ne? Ja. Aber sieht halt cool aus, ne? Ja, das war schon echt fett. Also das ist auf jeden Fall so ein Gewehr, was mir auch so privat sehr gut gefallen würde. Stimmt alles so ganz gut. Ne? Ich finde da auch richtig cool, weil ich finde viele Gewehre, die auf dem Markt sind, mit roten Anteilen, die sehen teilweise billig oder übertrieben rot aus. Das meiner Meinung nach sieht richtig hochwertig aus mit dem perfekten Zusammenspiel zwischen wie viel ist rot, wie viel ist schwarz. Mhm. Aber die schwarz-rote Hopper-Unit hätte ich trotzdem gern verwendet darin. Das war dann nochmal die alte Version, die nicht gepasst hat. Ja, ja. Genau. Ja gar nicht von den Maßen her. Auch hier mit dem roten Zylinder, ne? Aber auch die hat ja auch drin, war sie auch schwarz-rot, ne? Mhm. In der Gearbox. Der Gearbox-Point ist da ja auch noch mit drin, das sah ja auch ohne das sind da was, glaube ich. Ja, ne? Ja, oh ja. Da. Guck mal. Rot, 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 silber, schwarz. Das ist schon alles ziemlich stimmig. Richtig schön stimmig gemacht, ja. Also Internals und draußen auch. Und vor allem, ich hatte ja da so Bedenken, weil der Handguard und die ganzen Anbauteile und Stocktyp und so, die hatten ja alle minimal anderes Rot, ne? Da habe ich ja noch tagelang nach einem anderen Handguard gesucht. Das, und so, das lag ne? richtig lange rum, weil du das partout nicht so zusammenbauen wolltest. Ja. Dann haben sie alle gesagt, hier, ich soll das so zusammenbauen. Dann habe ich es zusammengebaut und es sah geil aus. Hat dann doch ganz ja, da war noch die Diskussion mit den Beschichtungen bei VFC dann auch und so, ne, die leicht unterschiedlich immer sind und so weiter. Ne. Notfallporn, was hast du da zusammengeschnitten? Alles Mögliche, ne? Jo, das war... auf dem Weg nach Österreich, ne? Genau. Hat es erst im Stream schon mal erzählt, die Geschichte, wo wir da vor der Grenze standen mit dem Touareg und vor uns der Smart oder was war das? Oder das war ein VW Up. Und ich guckte über Sommer und meinte, hör, guck mal, wie klein der da vorne ist. Und dann meinst du, Moment, das ist hochgepumpt. Ja, das war schon ein schönes Auto. Ist jetzt endlich verkauft, ne? Oh, ist weg. Endlich weg, ja. Tja, ja. So, was kam als nächstes? Ah, ja, stimmt, das Kitera-Kit. Kitera? Kitera? Kitera. Jetzt fängst du schon an wie im Video. Ja. Weil ich es immer noch nicht genau weiß. Ja, ich habe mitbekommen jetzt durch viele Kollegen, dass das Kit ganz schön Probleme machen soll, ne? Weil ist das so? Bei anderen Leuten so. Du meinst, das war ein Glücksfall, dass das so funktioniert hat, oder wie? Soweit ich weiß, läuft die auf jeden Fall bei ihm noch einwandfrei. Das heißt ein Glücksfall. Wir hatten ja auch damit zu kämpfen, dass sich die Engine immer wegdreht. Das war auch so ein Projekt, wo ich mir gedacht hätte, so, das wäre, weiß nicht, zu einem anderen Zeitpunkt hätte ich da wahrscheinlich ein bisschen mehr Arbeit investiert, um das... Seilchen oben am Charting-Handle zu befestigen. Aber mussten ja schnell fertig werden. Das ist es nämlich immer. Das ist immer so ein bisschen ätzend dann. Ja, aber ansonsten ist das Kit auf jeden Fall das leiseste, was ich so kenne. Ne? Hat sich dann so im Endeffekt rauskristallisiert, ja, dass das doch so deutlich leiser ist, oder wie? Nee, aber ist dennoch ein cooles Gewehr geworden. Mega leise. Wollte ich ja auch nochmal kaufen eigentlich, ne? Wegen Double Trigger, wegen mechanischem Double Trigger in der ICS, ne? Ah, jo. Fällt mir gerade wieder ein. Ach du Scheiße. Das war aber ein super geiles Projekt. Mit Untertiteln. Mit Untertiteln. Ist das erste mit Untertiteln? Das ist das erste mit Untertiteln. Das war nur das Review. Ja, genau. Ja, ab diesem Video hatten wir Untertitel, ne? Von Jascha, der ist bestimmt auch hier, oder? Kann mich auf jeden Fall erinnern. Zu dem Zeitpunkt war ich noch recht begeistert von dem Gewehr, ne? Zu dem Zeitpunkt. Als wir das Review gemacht haben. Na gut, da war dir ja schon direkt was abgebrochen. Kann ja mal passieren. Ja, genau. Das konnte man ja auch gut reparieren, was mir da weggebrochen war. Weil du die Schraube echt etwas kastriert hast. Ja, hätte ich aber auch nicht machen müssen, ja, habe ich im Nachhinein festgestellt. Naja, ist ja egal. Auf jeden Fall, jetzt hängt sie an der Wand. Es hat wieder die komplette originale Gearbox drin. Also nicht komplett, die Gearbox ist leer. Sieht schön aus. Ja, einen schönen Porn hat sie trotzdem gekriegt, ne? Ja, der war geil. Bisschen blöd halt, ne? Ein bisschen ist gut. Ja. Da hatten wir uns... Das war in diesem Jahr dann auch wieder so ein Projekt, was da mal richtig rausgestochen hat. Aus dem, zum Beispiel mit dem Kytera, wir müssen das jetzt schnell produzieren. Mhm. Und dann läuft das so kacke, dass wir am Ende sagen müssen, das geht nicht raus. Tja, was willst du machen, ne? Vielleicht kann man das nochmal mit einer G&G machen oder so. Aber jetzt im Nachhinein festgestellt, dass dann das Modell ja auch nochmal von anderen Herstellern gibt. Gut, was war es noch? Alter, da war es ein Dark Emergency. Ja, aber der Vlog war witzig. Da hat man auch gesagt, das war von der Art und Weise so, auch vom Schnitt her, von der Arbeit her für mich, war das relativ überschaubar. Oh. Was denn? Wenn ich das in meinem Golf sehen würde, oh. Ich kann gar nicht fahren. Sieht ja gut aus. Mega.
Hast du alles rein. Ja, und das ist auch geil. Das ist gut. Mega. Hat Bock gemacht. Funktioniert sehr gut. Wo ist denn die Szene, wo du aufwachst? Fällt halt echt raus. Also wenn ich da drin geschlafen hätte, ne? Ich glaube, du hättest mich wegwerfen können am nächsten Tag. Ich habe jetzt eine Nacht mal auf dem Sofa geschlafen und habe voll die Rückenschmerzen und Nackenschmerzen gehabt, ne? Du hattest da hinten ja auch nur diesen Teppich drin liegen. Ja. Du liegst ja wirklich auf der, in der Reserveradmulde. Ja, du liegst auf dem Reserverad direkt. Nico! Was? Als ich Hannes im Golf habe schlafen sehen, musste ich direkt an das Meme denken, wo der Gastgeber bei der Übernachtung die Decken vergisst und die Gäste unter irgendwelchen Möbeln liegen. Was? Das Meme kenne ich nicht. Nee. Ich versuche es mir auszusuchen. Also ich denke mal, solche Vlogs, ich glaube, hätten wir beide Lust drauf, aber dafür müsste sich mal so ein bisschen die Situation ändern, dass man solche Sachen wieder machen kann. Hm. Ja, das Problem ist ja auch, wir fahren ja auch viel. Also jetzt zum Beispiel, wenn wir zum Mal zu The Village fahren oder so, da könnte man das wieder machen, ne? Aber wenn wir jetzt einfach mal, wir könnten auch einen Spieltag in Wipperdorf könnten wir auch mal mitmachen, aber ansonsten spielen wir halt auch viel in Wipperdorf und wenn wir dann jedes Mal einen Vlog davon machen, ist halt auch eigentlich immer das Gleiche irgendwo, ja, ne? Und Ingame-Videos ist dann auch wieder die Sache, die verschlingen unheimlich viel Zeit, die auf die Art und Weise zu machen, wie ich die schneiden will, sagen wir es mal so. Ja, ja, so wie das Gameplay von dir, das letzte. Ja. Das war ja wirklich genial, ne? Und wenn du da, wenn du das jedes Mal machst und dann auch in so einem, mit so einem Vlog zusammen, Alter. Ja, dann kommen halt eben zwei Monate keine Videos. Ja, genau, dann kommt halt nur das. Das war fantastisch, habe ich noch mindestens dreimal angeschaut. Das Gameplay, das will ich mir auch mal wieder angucken. Genau, das Gameplay war echt gut, ey. Ach, und jetzt, da kommt schon die Delta-Tech. Genau, und da ist das Tuning. Vor allem, Alter. Das ist der Döner. Yummy. Das schmeckt. Mit dem Outrider-Shirt. Was? Was? Warte. Warte. Warte mal, was? Gab's ein Projekt, was ihr total verkackt habt? Keins, von dem ihr nicht wisst, sage ich mal so. Wir haben eigentlich noch keins so richtig verkackt. Ne? Wir haben eins verkackt, aber das lag ja am Body. Also das haben wir nicht verkackt. Deswegen sagt er ja, eins, was wirklich an uns jetzt lag. Ja, für die Qualität des Bodies von einem Gewehr kennen wir ja nicht wirklich was. Nee. Also zwei Projekte sind quasi abgebrochen worden. Zwei sogar? Zwei. Das war die Grau und die Pistole mit der Feder. Spoing. Kompletter Tuning-Fail, stimmt. Der war's. Da. Aber stimmt. Er ist aber 2008. Aber Sine, so. Das habe ich verkackt. Wo die dann so spoing, so ja. Jetzt weiß ich, was du meinst. Ja. Nee, das habe ich verkackt. Ja, da bin ich aber echt ausgerastet. Aber das ist auch, da muss ich auch sagen, das ist so ein Ding gewesen. Erstmal hat der Eigentümer da die Teile alle bestellt. Aber ich muss zugeben, ich hätte wahrscheinlich ähnliche Teile gekauft. Nicht ganz die gleichen, aber ähnliche. Ich erinnere mich da noch ganz genau jetzt dran. Ne? Damit, mit dieser Pistole, habe ich quasi angefangen, an GBP-Pistolen zu schrauben. Das war meine erste GBB-Pistole, die ich irgendwie überhaupt getuned oder zerlegt hatte oder sowas. Schicker Bart. Alter, ich wollte gerade sagen, mach die Scheiße. Wir haben eins übersprungen. Ah, jo. Von dem Review sind wir da drauf gegangen und dazwischen war dein härtester Aufwärmtag. So schlimm war das doch gar nicht. Ich habe das übrigens mitbekommen, was du meinst, was hier jetzt gerade stand. Dass die Kamera den Gegner sieht, aber du nicht. Und das habe ich mitbekommen, als ich mit der P90 gefilmt habe. Da hat Markus mir erzählt, dass der auf mich geschossen hat, obwohl er mich gar nicht gesehen hat. Er hat nur das rote Leuchten der Kamera-LED gesehen. Krass, ne? Das sieht in dem Video so blöd aus. Ich hab davor gesessen, als ich das erste Mal die Szenen gesehen habe und dachte mir, waren die da so gut getarnt in dem Lichtverhältnis? Das sieht ja so blöd aus, weil die schiebt sich weiter vor, die Kamera, oder die Gegner laufen ins Bild. Stehen da ganz offensichtlich, glaube ich, immer. Warum schießt du denn noch nicht? Nee, aber also, am besten kaufen wir uns einen Integralhelm, so einen Motorradhelm, und machen uns die Kamera direkt hier vorne an den Mundschutz dran, weißt du? Ja, das war auf jeden Fall, finde ich, das beste Gameplay auf unserem Kanal, ne? Mhm. Und ich glaube, das war auch so das Gameplay-Video mit den meisten Kommentaren, so, ne? Ja, umstrittene Frage. Sagen wir es mal so. Eine sehr umstrittene Frage, die du da gestellt hast. Na gut, da muss ich aber auch, also tatsächlich war die gar nicht mal so umstritten. Nee, im Endeffekt, also schon. Aber die Meinungen waren eigentlich alle recht gleich, bis auf die Tatsache, also die Leute konnten das alles nachvollziehen. Keiner kam da rein und meinte, ich sehe das komplett anders. Mhm. Sondern es gab dann eigentlich, soweit ich das
jetzt resümieren kann, gab es nur den Unterschied zwischen, ja, ich wäre weiter drin geblieben oder nicht. Aber das waren nur ganz wenige, also vielleicht ein oder zwei Leute, die vielleicht gesagt haben, ich wäre drin geblieben oder so. Ja, das war schon hart, da hinterher zu kommen mit den Kommentaren. Und vor allem, es waren ja auch richtige Romane, die, also Leute haben sich ja richtig Mühe gegeben, da ordentlich was zu schreiben. Weil ich immer noch der Meinung bin, wenn du da ein anderes Dot drauf machst, dann spielst du damit noch besser. Gibt es einen Dot, was wahrscheinlich noch besser, was auch gut darauf aussieht? Nimrod. Das Nimrod, das große Nimrod. Bub-Kamera aus. Ja. Ich glaube, da war der Moment, wo Sarah richtig im Spiel war. Das ist das Beste. Schon dreckig da, ne? So ein bisschen. Wie 90, das Tuning-Video haben wir auch noch nicht, ne? Noch nicht veröffentlicht, nee. Nee, ich glaube, ich ändere das Tuning nochmal. Weiß nicht, irgendwie so hundertprozentig zufrieden bin ich damit noch nicht. Keine Ahnung. Ist auf jeden Fall ein sehr, sehr schönes Gewehr. Ein Loadout. Oh, ich spüre meinen Rücken jetzt noch. Oh, das war heftig. Das war auch schon die Kamera, ne? Jo. Genau, deswegen konntest du das ja alles so machen dann, ne? Hier, da hatte ich die Taschenlampe noch. Wo ist die jetzt? Meine Taschenlampe ist schon wieder weg. Das ist schon die zweite Phoenix, die ich verloren habe oder die mir geklaut wurde. Und die keine war Ahnung. Echt noch nicht alt, ne? Ne, die war noch nicht alt. Hast du da nicht geschwärmt von wegen, dass man die da so ja, loslassen kann und dann verloren? Das Zugteil ist noch dran, aber die Taschenlampe nicht mehr. Ja, ich nutze sie auch privat. So, wenn ich hier abends rumlaufe und so weiter. Und als Markus und ich hier alles umgeräumt haben, da habe ich auch nochmal alles abgesucht. Ist nicht da. Tja, Leute, so ist das, ne? Dann machen wir jetzt Inventur, oder was? Machen wir Inventur. Dann fängst du an. Mich? Fangen wir hier vorne gleich an, ne? Mahlzeit. Meine AW Custom High Kappa, die habe ich so gekauft, wie sie jetzt. Die ist schon so oft runtergefallen von den Hunden. Das spielt keine Rolle. 4.3 mit Red Dot. Wo ich immer so durchlade. Am Red Dot direkt. Ja, das Red Dot. Halt gleich zum Anfang, als ich das Ding gekauft habe. Boah, das ist krass. Das hatte ich die letztes Mal auch schon in der Inventur. Die hat mir tatsächlich damals den Arsch gerettet, ne? Die Pistole hier. Die hatte ich mir neu gekauft. Da waren wir in Ilmenau und da hatte ich gerade frisch das Tuning fertig, ne? Von der Avalon, die nicht an der Wand hängt. Und die Avalon hatte irgendwie, was habe ich denn da gemacht? Da habe ich den Pisten rasiert oder sowas. Und irgendwie lief die dann auf jeden Fall nicht mehr. Und da hatte ich als Backup die hier mitgenommen. Komplett original, auch mit Originalmagazin und so weiter. Und da habe ich den ganzen Tag mit der Pistole hier gespielt. Das lief eigentlich ganz cool. Für Ilmenau perfekt. Die hat jetzt zuletzt, da habe ich ja eigentlich diesen Schlitten hier dran gemacht von der SS P1. Den ich hier selber so ein bisschen umgebaut habe. So. Ein bisschen hier abgeschnitten und so weiter. Da gibt es auch kein Video von oder sonst was. Ich sehe gerade, dass ich meinen Korn verloren habe. Und dass die Schraube hier hinten auffehlt, verdammt. Ja gut, egal, seht ihr nicht. Aber irgendwie mit dem Schlitten macht es jetzt gerade Probleme. Und deswegen habe ich den einfach mal wieder drauf gesteckt. Weil eigentlich spiele ich die jetzt in letzter Zeit immer als CQB-Pistole mit langen 50er Magazinen, 4 Stück. Das Red Dot benutze ich eigentlich gar nicht. Das war auch zum Anfang direkt kaputt irgendwann. Dann habe ich das irgendwie versucht wieder zusammenzubauen und geklebt. Dabei habe ich meinen Sekundenkleber Fingerabdruck vorne auf die Linse gemacht. Also da siehst du auch nicht mehr viel durch. Also, das bringt wie gesagt eh nichts. Also, wenn sich der Schlitten bewegt, das sieht einfach nur cool aus in meinen Augen. Aber mehr bringt's auch nicht. Ist alles ein bisschen geshortstroked und so. Auf jeden Fall eine coole Pistole mit beiden Schlitten. Das ist meine erste Pistole, ne? Aber. Die Schlitten. Modellbau. Elektroschrott. Au! CM030, ne? Ja. Genau. So, das ist meine erste Pistole, die ich damals gekauft. Die haben wir direkt hier Koyot lackiert. Das war, haben wir beide zusammen gemacht, ne? Und dann hat mir gleich in irgendeinem Spieltag irgendwer den Trigger abgeschossen. Mit Finger zusammen. Das tat echt mächtig weh. So um die Ecke, ne? Irgendwie so geguckt. Ja, und einer schießt hier drauf. Ja, und mit so einer dreiläufigen Schrotflinte. Schießt mir. Ja. 20 Zentimetern draufgehalten. Boah, das tat so weh. Der Finger, der Trigger komplett kaputt geplatzt. Den hat Flo damals noch repariert mit Spachtelmasse? Nee, das war, du hast eine Schraube reingedreht und ich habe dann zwei Komponentenkleber, ne? Einen zurechtgeschliffen und drumherum modelliert. Ja. Ja, ist auf jeden Fall sehr einzigartig. Hat eigentlich einen anderen Schlitten, der ist mir kaputt gebrochen. Und das ist jetzt schon wieder ein neuer Schlitten hier. Den habe ich bei Bambams gekriegt. Gibt's nicht viel zu sagen. Der Rest da drin ist original, nachdem mir da die alte Gearbox aufgeraucht ist. Nicht? Das fällt ab. Markus hatte das Ding noch an einem Zug geschrottet, oder? Ich nicht. Der hat das in einem Zug hier durchdingsen lassen können. Das ist cool hier, ne? Da habe ich mir so ein Gestell geholt von, also die. Das ist nicht cool. Das ist total cool. Scheiße. Die R17 kennt ihr ja auch, oder? Ja, denke mal, die kennt ihr noch. Alter, guck dir das an.
Warum? Das ist total geil. Wie habe ich denn das gemacht? Ach, voll cool. Irgendwie so. Ja. Ey, das ist, eigentlich ist das gar nicht so schlecht. Bloß es fällt hier halt in der Pistole nicht so gut. Weil eigentlich hast du so eine Schulterstütze, ne? Das ist ja nur zum Spaß dran. Das ist von AliExpress. Und wenn du es einklappst. Was so total schnell geht. Dann hast du hier noch einen Vordergriff. Und eigentlich kannst du es auch so machen, dass du das in einem Zug so aufklappst irgendwie. Weißt du? Okay, hier. Danke. Achso, R17 nee, ist immer noch genauso wie vorher, wie aus dem Video und schießt einwandfrei, macht keine Probleme, alles wunderbar. Habe ich auch noch 5 Magazine für oder sowas. Muss meine Magazinkiste auch vergrößern. Ich habe keinen Platz mehr für die ganzen Magazine. Die wollte ich ja auch nochmal machen, ne? Weil damit wollten Flo und ich mal so... Was wollten wir? Wie nennt man das Loadout? Ein Cowboy? Ja, keine Ahnung. Irgendwie mit dem Ding. Die ist ja wohl nicht hässlich. So Eyecatcher-mäßig halt, ne? Die ist eigentlich ziemlich geil. Da hat der Paul uns da die Griffschalen für gemacht. Richtig cool geworden, finde ich. Passt hier super dran. Flo hat auch noch so eine. Wir hatten da auch mal die Idee, dass Paul da irgendwie ganz viele für macht und wir die dann im Shop verkaufen. Aber irgendwie, so wie bei ganz vielen anderen Ideen, ist da noch nichts bei rumgekommen bisher. Ja, aber ansonsten, die ist nicht ganz original. Eigentlich auch unverändert seit 2 Jahren. So, was haben wir da noch? Aber da musst du aufpassen, die fällt auseinander. Was denn? Nee, die von Jan fällt auseinander. Aber eigentlich kannst du mir die von Jan gleich mitgeben. Ey, nee, die ist zusammengebaut. Siehst du, Leute, die fällt auseinander. Aber das ist ein ganz schön massiver Klopper immer noch, ne? Also, das kannst du wieder festkleben. Das ist immer noch 1911, die mein Cousin mal irgendwann aus Thailand mitgebracht hat. Dann wurde die am Flughafen konfisziert. Er hatte ja keine Ahnung davon. Das ist auch eine Airsoft-Waffe einfach, ganz normal. Und dann haben sie die, weiß nicht, 2 Monate da behalten oder sowas. Und die ist jetzt tatsächlich mit der Seriennummer, die hier eingraviert ist, ist die registriert in Deutschland, obwohl kein F drauf ist, nix. Aber ist registriert und... Wenn sie die Seriennummer abgefragt wird, ist das alles eine legale Waffe, obwohl nicht geäfft wurde. Krass, ne? Da passiert eigentlich erstmal gar nichts mit Deko. Meine alte High Kappa, da haben wir die ersten Laserversuche drin gemacht. Ne, das war, wo wir den Laser gerade frisch hatten. Ne? Ja. Ja, aber das ist halt auch nur Deko, ne? Ja gut, der Schlitten, der klappert genauso wie bei der AW Custom, ne? Hier ist tatsächlich der Außenlauf von der SSP1 drin. Zoom mal raus. Ja, besser. Ja, das ist jetzt tatsächlich aktuell immer noch mein Lieblings-Outdoor-Gewehr gerade, ne? Die ist schön leise, funktioniert gut, hat bisher immer präzise geschossen, nie Probleme gemacht. Da ist jetzt sogar ein längerer Lauf drin und eigentlich ist hier noch ein Vordergriff dran. Und mit dem Shorthot habe ich die noch nicht geschossen, noch nicht gespielt. Habe ich nur so zusammengebaut und wollte damit spielen gehen, aber dann war kein Spiel mehr. KK. Spielen. Und da habe ich zuletzt dran geändert, den Luftanschluss hier unten, dass der richtig schön klein und bündig rausguckt. Und ich glaube, ein PPS-Lauf ist vorne hin, ein FX mit einem Begadi-Gummi, einem Mac 7 oder sowas, glaube ich. Absolutes Lieblingsgewehr gerade für draußen. Richtig schön, klein, handlich. Obwohl mit dem Dot drauf ein bisschen schwerer. Farbe kickt, ja. Das ist schon echt fett, das Ding, ne? Ja, die AUG. Der Kameramann. Die AUG ist leer. Hier guckt nur noch das Sensorkabel raus vom kugelgelagerten Abzug. Und ansonsten ist das Ding leer. Die sollte jetzt eigentlich zum Chico gehen. Der wollte die eigentlich lackieren bzw. folieren. Da wollten wir eigentlich so einen Modern Warfare oder Warzone Paintjob irgendwie drauf machen. Aber, ja, weiß ich nicht. Ich habe ja noch so ein halb zerlegtes AUG-Teil hier rumfliegen vom Pinselkrieg. Und ich glaube tatsächlich, dass ich mir von dem Ding die Abzugseinheit nehme, das hier reinschraube und dann hier wieder eine AEG-Gearbox reinbaue, die natürlich voll aufgemotzt ist. Und dann lasse ich das Ding neu abnehmen oder sowas und dann werde ich die, glaube ich, verkaufen. Die ist geil, aber irgendwie ist es nicht so ganz mein Fall. Ja, also wie gesagt, das wird wieder eine S-AEG und dann wird die wahrscheinlich verkauft. AUG irgendwie cool, aber trotzdem nicht so mein Fall. Also falls wer irgendwer in Zukunft eine AUG haben möchte, da haben wir sie. Ne? Hier liegt eine mit speziell gedruckten Frontend. Erstens das und vor allem noch könnt ihr eure Wünsche darin einfließen lassen, wenn ihr die kaufen wollt. Ansonsten baue ich die, wie es mir gefällt. Also Raven First, das zeigen wir gleich noch. Was? Mit welcher Airsoft Sarah spielt.
Wir gehen jetzt für die, die es jetzt noch nicht kapiert haben, wir gehen jetzt hier Stück für Stück, Person für Person durch und jeder zeigt seine Knarren halt so inventurmäßig, ne? Die PDW 9 haben wir jetzt gesehen, Anfang diesen Jahres erst. Genau, Anfang dieses Jahres haben wir die erst gemacht. Ist dann Juni fertig. Nein, das geht ganz schnell jetzt. Noch ruckzuck, seht ihr doch. Das Verschlussblech hängt schon wieder so ein bisschen. Warte mal ab, Hannes hat viel mehr und der quatscht doch immer viel mehr als ich. Nein, viel mehr da auch nicht, aber schon. Genug. Also auf jeden Fall immer noch. Sehr geiles Gerät. Habe ich zuletzt jetzt nicht so oft gespielt. Wir hatten ja einmal noch im Stream umgebaut auf DSG mit 12:1 Übersetzung selbst gebaut. Dann hat Rento da nochmal die Tappet Plate bearbeitet, damit das Ganze auch einigermaßen feedet. Dann habe ich festgestellt, okay, macht doch noch Probleme mit dem Feeding. War allerdings schon besser, aber ich habe dann doch nochmal die ganzen Federn in dem Magazin ausgetauscht durch die Maple Superfeed Federn ohne Leaf. Ja, hier ist jetzt so ein dusseliger ICS-Flash-Halter drauf. Normalerweise kommt hier natürlich ein Tracer rein. Ne? Ansonsten immer noch eins meiner Favoritengewehre. Ich will hier nochmal den Trigger ändern. Der ist ein bisschen doof. Klappert hier so komisch drin. Das gefällt mir nicht. Da kommt nochmal ein anderer dran. Muss ich auch mal wieder mitspielen, ne? Bist du mit dem Dot-Schutz zufrieden? Ja. Leider. Bist du mit dem Red Dot Shield zufrieden? Und welche Größe ist? Das ist die mittlere Größe. Und da bin ich mehr als zufrieden mit. Das ist mega geil. Also ich schraube das auch die ganze Zeit von der einen Waffe auf die nächste. Meine Scorpion Evo. Da haben wir ja auch ganz schön lange dran rumgebastelt. Im Video als auch im Stream des Öfteren auseinandergebaut. Ihr wart alle dabei. Ich glaube, allein im Stream 8-mal zerlegt oder so. Ich weiß nicht. Offstream auch nochmal in Österreich zerlegt. Bestimmt 2-3 Mal. Komplett ohne Kamera und so weiter. Jetzt läuft sie. Einwandfrei. Flott mitgespielt, ne? Geht richtig geil. Das einzige Problem ist noch die Hop-Up-Unit. Die müsste einmal komplett erneuert werden. Durch diese neuere, tolle, keine Ahnung, wie die heißt. Gesundheit, weil Hop-Up ist sehr unkonstant, aber Energie ist konstant und ich habe jetzt hier gerade die Packbox mal provisorisch hier oben drauf mit dem Akku integriert und das Kabel rausgelegt, damit ich einfach einen fetteren Akku verwenden kann, weil hier drin passt ja sonst nur dieser längliche, kleine, komische AK-Akku rein. Ansonsten, sehr geiles Gerät, auf jeden Fall will ich die auch verkaufen. Ich habe sie noch nicht integriert oder so, falls irgendwer Interesse hat, kann er sich bei mir melden. Ich finde die mega geil, aber irgendwie brauche ich die nicht. Eigentlich wäre die auch fürs Ausland perfekt, weil man die ja so schön umprogrammieren kann hier mit den 4 Feuerwahlstufen und so, ne? Naja gut, ich weiß gar nicht, was ist denn jetzt im letzten Endes hier drin? Irgendein Giersatz, ich glaube ein 13:1 Giersatz, Shortstroke auf irgendwas, ich glaube 12 oder 13 Zähne. DSG ist glaube ich nicht mehr drin. Alter, das ist einfach zu viel gewesen. So viele, wenn es läuft auf jeden Fall. Auf jeden Fall läuft so richtig geil und durch den Federschnellwechsel hier hinten, wo man super drankommt, kannst du die halt auch mal schnell von 1 Joule auf 1,5 machen. Naja, gut, egal. Andere Hop-Up-Unit rein, dann läuft das Ding wie Sau. IP90, das ist ja jetzt aktuell so mein Lieblings-CQB-Gewehr, ne? Die ist ja schon ziemlich cool. Wir haben jetzt schon lange nicht mehr gespielt, fällt mir dabei auf, ne? Viel zu lange. Ja, ich habe ja so, wie die jetzt hier ist, habe ich die ja noch gar nicht gespielt bisher. Ja, die erste Crytek P90 in Europa. Voll geil. Richtig cooles Gerät. Schön handlich, klein, läuft einwandfrei. Ist jetzt gerade getuned worden, DSG drin. Das Video dazu kommt noch. Die ist auf jeden Fall richtig geil, werde ich auf jeden Fall auch behalten. Nimrod Red Dot drauf, richtig cooles Ding. Erst auf den Ahu. Ja gut, hier habe ich ja nichts dran geändert, ne? Ja, hast du bei den Pistolen und so auch nicht. Ja, das ist halt meine HPA-Shotgun. Mit integrierter Tracer-Unit. Ja, aber ja. Das war ein geiles Video. Die Grund, man nennt Schraubendreher. Nein, die integrierte Tracer-Unit gehört nochmal überarbeitet. Ist ein bisschen dunkel. Hauptsächlich, weil ein so ein Tracer-Board, was ich da dran gebaut habe, abgerissen ist. Passiert. Ne? Aber ich habe schon ganz viele Ideen. Der Rex hat auch schon Ideen. Und also die wird 2022 auf jeden Fall noch eine große Rolle spielen. Auch mit Tracer und auch wieder HPA. Die SCAR war ja immer mein Notfallgewehr. Die hatte ich ja immer mit, falls irgendwo mal ein Gewehr aufgibt, dass ich das Ding parat habe, weil die ja immer mit ihrem Redline-Kit hier rein mechanisch absolut problemlos funktioniert hat. Aber jetzt habe ich Präzisionsprobleme. Das heißt, ich muss da nochmal an die Hop-Up-Unit dran und so. Und ich glaube auch hier gibt es Alignment-Probleme, so wie bei Chicos Scar. Mal sehen. Die habe ich auch ein paar Mal verliehen. Lief eigentlich immer. Aber irgendwann muss man halt auch da mal dran. Ne? Hilft ja alles nichts. Aber mit dem Milsim-Kit gibt es auf jeden Fall immer noch keine Probleme. Und das habe ich noch nicht einmal sauber gemacht oder so. Ne? Kauft, eingebaut, gespielt. Ohne Ende. Der Gerät. Ich weiß nicht, wer den Stream alles geguckt hat. Das ist meine alte Guardian. Da. Kann man es sehen.
Der alte Guardian Receiver. Da hatte ich ja erst so einen schwarz-blauen Handguard hier vorne dran. Da habe ich jetzt dann nochmal einen Bolt, einen MK18 Handguard bekommen. So gefällt sie mir ganz gut, aber ich mache hier dann doch nochmal den Festschaft wieder ab und mache dann einen Schiebeschaft wieder dran. Dann gefällt sie mir noch besser. Und ich werde auf jeden Fall noch den Receiver komplett nochmal abschleifen und lackieren. Ansonsten, also schießen tut die. Also die Guardian, wenn ich das fertig geschliffen und lackiert habe hier, dann ist die Guardian 1.0 und 2.0 tot. Geschichte. Dann gibt es die nicht mehr. Aktuell hängt sie noch in dieser Version an der Wand und ist auch wieder eine SIG. Kann man auch wieder, ist halt immer noch der ICS-Receiver, der hier Spiel hat. Federschnellwechsel und so weiter, alles erreichbar. Also ist schon ein cooles Gerät so, ne? Auch optisch. Mhm. Die Sniper, genau. Ihr seht schon, was hier drauf steht, ne? Ich spreche nicht aus, weil ich nicht aussprechen kann. Da. Full Thrust, ne? Ja, hast du es doch ausgesprochen. Ja, genau. Hier ist eine Spinnwebe dran. Ja, die habe ich schon ewig nicht mehr gespielt. Die hatten wir letztes Mal zu unserem... Wann war das denn? Als wir uns so mit Stefan getroffen haben, ne? Beim Hangar. Ja. Da hatte ich die mal mit, da habe ich mal ein bisschen mit geschossen. Nachdem ich hier, eigentlich habe ich nur den Lauf übernommen von Norwich, damit die fetten Kugeln da durchpassen. Und alles andere selbst konstruiert, also mit der Action Army Hop-Up Unit und einem Begadi oder Maple Leaf Gummi oder sowas, ich weiß nicht mehr genau. Eigentlich spiele ich ja keinen Sniper, aber die will ich dennoch nicht hergeben, weil die einfach so aus dem Echtholz mit der Lasergravur und so einfach geil ist. Deswegen behalte ich die. Die schießt wunderbar. Die wird jetzt tatsächlich nochmal neu abgenommen mit neuer Kalibereintragung. Die läuft eigentlich, ne? Geht ein bisschen schwer hier alles, aber die schießt. Ja, das war's. Da oben hängt jetzt noch die Grau. Die ist Deko. Die kann dann auch der Pinselkrieg mal eine Weile haben, finde ich, für irgendwelche Events oder sowas, ne? Die muss ja hier nicht die ganze Zeit rumhängen. Wenn du so schön findest, kannst du ja auch mal mit nach Hause nehmen. Will auf jeden Fall gut rein. Kann jeder mal haben, ne? Jetzt muss ich mal eben kurz, eigentlich kann jetzt irgendwer von euch mal kurz zwischendurch und ich kam mal ein bisschen rum eben. Tada! Muss ich was erzählen? Ich muss was erzählen. Es ist eine Beckner Arms SAE 39 PDW Edge Carbine Replica Red Edition. Es ist die da. Genau die Waffe. Ist so Stock eigentlich. Ja. Und schießt echt gut für eine Stock-Waffe mit Switch Unit. 11.1er dran, schießt. Und die hat Sarah bekommt, ist auf einen Joule nur gedrosselt mit der Feder. Das war's im Endeffekt. Mehr ist da dran nicht gemacht. Noch nicht. Aber ja, das ist Sarahs Waffe. Mit der Sarah im CQB-Spiel, also wenn ihr euch das letzte CQB-Gameplay anguckt, da ist Sarah mit dieser Waffe unterwegs. Und das ist ihre. Vielleicht findet ihr mich. Ich bin ein Easter Egg. Du bist doch kein Easter Egg. Doch, ich versteck mich. Ich bin sie schick. Und das ist alles. Es reicht. Und sie schießt. Ich habe sie mir nicht ausgedacht. Ich habe sie einfach von Hannes, sage ich, mein Geschenk bekommen. Er hat dafür gearbeitet und dann hat er mir die geschenkt. Und ich fand sie sehr, sehr schick. Und ja, ich mache das freiwillig. Das ist noch eine AUG. Damit habe ich nichts zu tun. Also die baue ich nur noch mal auf, dass die wieder läuft. Hier vom Pinselkrieg haben wir die gekriegt hier. Dann habe ich hier noch so meine ARP01 Handguard Carbine Kit Projekt. Mehr sage ich da nicht zu. Und hier ist noch meine MP7. Da fehlt gerade, eigentlich müsste da glaube ich nur noch den nur wieder dran stecken, glaube ich. Mehr war damit erstmal nicht. Ansonsten läuft die immer noch. Die ist halt jetzt gerade theoretisch zusammengebaut. Schießt zwar so nicht, deswegen liegt die auch hier im Schotthaufen. Wo mich auch immer viele wieder nachfragen, ist meine MP5. Der sieht halt alles in einer Kiste. Ich bin dabei. Also, ja, was soll ich sagen? Ich habe halt keine Zeit gehabt bisher. Hallo. Hi. Prima CM303. 030, genau. 303, auch nicht schlecht. Die ist noch original. Das Einzige, was du dran umgebaut hattest damals schon, das war hier dieser Adapter für... Der Adapter, ne? Da hatte Julian von damals, ich glaube, da kam aus Metall bei Begadi, glaube ich, extra die Adapter aus Metall für die M9-Modelle und so raus. Julian war da relativ flink und hatte sich dann den quasi umgebaut, den Schlitten und dann diesen Metalladapter hier eingebaut in den Plastikschlitten. Gibt's auch das Video von, stimmt. Original, außer dass der Herr Pinselkrieg da ein bisschen dran rumgeferkelt hat und diesen, ja, ich finde immer noch ziemlich geilen, also ich finde den immer noch nach wie vor ziemlich geil. Meine Freundin hat die vor ein paar Wochen
ein paar Wochen, nee, auch schon wieder Monate. Bei dem Gameplay-Video, wo Sarah auch mit bei war und so. Da hat sie die das allererste Mal gespielt, nachdem die jetzt so gepaintet wurde. Also ich habe selber noch gar nicht mitgespielt. Wasteland Rebell aus CSGO. Genau, ja. Post. Ja, ansonsten auch eine R17. Im Prinzip dasselbe Modell, wie Julian hat. Nur komplett in schwarz. Bisschen anderes Tuning. Gibt's auch ein Video zu. Ist immer noch genauso wie im Vergleichsvideo. Genau, eine AW Custom. Ja, haben wir uns auch mit dem Laser ein bisschen dran ausgetobt. Wie vorhin schon angesprochen, auch von Paul hier, diese, ja, irgendwie afrikanisches Nussholz als Griffschal. Es ist G10. Ja, ursprünglich eigentlich eine MB03 mal gehabt. War eigentlich der Plan, die mal in komplett Maple Leaf umzubauen. Dann kam das Ding hier raus mit den Komponenten, die vermeintlich besser sind. Ja, keine Ahnung. Habe ich aber nie wirklich gespielt. Standard-Schießgewehr 10. Das geht's 10. Ist auf jeden Fall auch nicht wirklich meins. Also nicht das Gewehr selber. Das schießt echt gut. Das schießt genauso vergleichbar wie Julians oder so. Aber ich bin einfach nicht der Scharfschütze. Ich werde die auch wahrscheinlich verkaufen mit sämtlichen Magazin-Taschen-Loadout, was ich mir zusammengestellt habe. Meine Allzweckwaffe, also die hat mich jetzt echt schon mehrere Jahre beglitten. Beglitten? Nee. Heißt das? Begleitet, ja, begleitet. Beglitten aber bestimmt auch mal. Ist auch umgebaut, aber ansonsten wie im Video auch, nach wie vor dieselben Komponenten drin, Internals. Chico hat mir da ein Holo für gefertigt, aber ansonsten 250er Lauf drin und die schießt genauso fallgerade wie die wird hier skypiert. ja, wie die ganzen anderen längeren Gewehre auch. Schach. Ja, und ansonsten wurde ich vor nicht allzu ferner Zeit wurde ich überrascht. Oh. Und zwar mit diesem Gewehr. MK18, wie heißt die? GC16 irgendwie was? Schieß mich tot? Ich weiß nicht genau. Ja, die habe ich jetzt von Hannes und Julian geschenkt bekommen tatsächlich. Habe ich mich sehr drüber gefreut. Ist jetzt GC18, ja, oder so, genau. Ist jetzt halt schon zerlegt, also ich konnte nicht lange warten. Gearbox neu aufbauen. Die G&G-Gearbox bleibt da drin. Genau. Weil die grundsätzlich sehr gut ist und alles Mögliche aushält. Aber so, die Internals werden komplett bearbeitet. Wir haben da nochmal richtig schöne Sachen gekauft, aber da kommen wir nochmal irgendwann zu. Genau. Aber im Stream auch nur, also wir haben da jetzt kein Video von gemacht. Schönes Gerät auf jeden Fall. So, mir ist noch was eingefallen, bevor jetzt Hannes anfängt. Die SSX 23. Die habe ich jetzt schon eingepackt. Die verkaufe ich nämlich gerade. Aber aktuell sind noch in meinem Besitz. Deswegen zählen wir die jetzt mit rein. Ist komplett original. Das zählen wir jetzt nicht dazu, oder? Ja. Was? Das ist ein Leihgewehr. Eigentlich. Ja, das ist ein Leihgewehr, was gegebenenfalls auch verkauft werden soll. Ja, das soll verkauft werden, ja. Aber das ist ja kein Verkaufsstream jetzt hier. Eine CM16 von Dings geschenkt gekriegt, vom Pinselkrieg. Der hat da irgendwelche Sachen rausgeklaut. Gerade die Hände funktioniert nicht. Aber Alter, die rennt und schießt richtig schön und geradeaus. CQB haben wir die schon 2-3 Mal verliehen. Ast rein. Also hat sich bisher noch keiner beschwert. Und derjenige, der aufgepasst hat, wird festgestellt haben, dass meine Avalon ja noch fehlt. So klein wäre doch auch süß. Da fehlt der Schatz. Ja, ist mir klar. Meine Avalon ist tatsächlich voll die Nutte. Ja, wirklich. Die haben wir jetzt ja nun schon echt für ganz, ganz vielen Scheiß misshandelt. Obwohl es eigentlich einer meiner Lieblingsgewehre ist. Hier ist gerade zum Testen etwas drin. Der Abzug verrät schon ein bisschen was, denke ich. Aber das mehr sagen wir da einfach nicht zu, ne? Gut. So, das war es jetzt aber wirklich von meiner Sammlung. Also mehr habe ich jetzt hier, glaube ich, wirklich nicht. Au! Ja, oldschool. Also damals mein erstes SRG, also ja, mit der Anfang von ACS, Tuning Nummer 1 auf dem Kanal, Ares Amoeba. Ich weiß nicht, ob ich die Story schon mal erzählt habe. Das war ja damals absolutes High-End-Tuning, was wir da reingehauen haben. Und dann habe ich ja, wie gesagt, danach sind ja andere CQB-Gewehre gekommen. Und dann irgendwann hatte ich die mal wieder in der Hand, weil ich die dann verliehen habe, an jemanden zu... Und da habe ich das seit langem mal wieder testgeschossen. Ich habe gedacht, das Ding wäre kaputt. Es hat so langsam geschossen. Der Abzugsweg war so extrem lang. Und in meiner Erinnerung war das absolut High-End, super schnelles Triggern. Oh, und fuck, ja, die haben Montag... Die meint ihr, ich komme heute noch mal dazu, euch was zu erzählen. Ja, das muss ich nicht mal unterbrechen. Wir dachten, es wäre Schrott, aber es war einfach nur alt. Hör doch jetzt mal auf. Ist gut jetzt. Mach doch einfach. Ich setz sie doch mal auseinander. Wie das Schule. Oh ja.
AVOA. Findet ihr das zu viel Gebamsel dran? Ich bei nicht. Der sieht das tatsächlich gut aus, ne? Ich liebe das Teil. Ich würde sagen, optisch das geilste Gewehr, was ich habe. Das hat auch mehrere Versionen durch. Ich habe vergessen, was da alles drin ist, was da alles mit gemacht wurde. Ich auf jeden Fall fett. Klingt die ziemlich geil. Die ist so, irgendwie ist jo, das, die soll super seidig, aber hat irgendwie so ein Phaser, wie so eine, ja, genau. Wie so eine Science-Fiction-Knarre oder so. Ich weiß noch, im Stream war der letzte Umbau. Da ist jetzt ein Titan mit dem Warhead. Ach, da ist der Brushless drin. Genau, Titan mit Warhead. Schießt wie ein Laser, klingt wie ein Laser, absolut geil. Das nächste. Jetzt schon. Custom Paracord, ich habe dran geklatscht, das ging. Ja, sieht auch cool aus. Hannes, hast du das 45 Grad Visier schon im Spiel benutzt und macht es Sinn? Ja, es macht Sinn, meiner Meinung nach. Und ich habe es auch schon im Spiel benutzt und das funktioniert auch. Kannst du mir die andere Waffe nochmal kurz geben? Mhm. Bitte? Es ist ein Short da drauf, dass ich auf mittlere Distanzen richtig gut und präzise schießen kann. Und es ist klar, wenn ich da so durchgucke, habe ich nicht so viel Sichtfeld. Also das Redshot ist vor allem so eingestellt, wie gesagt, ist ja klar, die Kugeln kurven irgendwann nach links, das ist so auf 15 Meter ist es ungefähr eingeschossen. Bei 15 Meter schießt es genau auf den Punkt. Kurz vor den 15 Metern ist es leicht rechts davon. Bis 25 Meter ist es dann leicht links davon und danach kann ich es vergessen. Aber wenn du damit langsam dich vorwärts bewegst, ist es kacke, durch das Shortout angewinkelt zu gucken und nur dann innerhalb von diesen Nahdistanzen bis zu 25 bis 30 Metern erkundend so vorgehst, hast du ein riesiges Sichtfeld und wenn du dann in diesem Erkundungsgang weiter weg wen siehst, zack, angewinkelt und es ist direkt auf der Person. Selbst wenn dir auf kurzer Distanz einer auftaucht, dann kannst du trotzdem nach dem Dot grob zielen und auf schießen und jeden weißt Fall. Schon mal. Also, es ist nicht nur Show, es funktioniert wirklich. Genau. Also ich habe es jetzt gerade nirgendwo montiert, aber ich habe auch so ein Ding gehabt und habe damit auch schon Abschüsse gemacht. Also eine LVOA finde ich auch ziemlich geil. Avalon Saber, extrem kurzer Abzugsweg. CQB-Monster mit hier der X-Cortec Tracer-Einheit und dem Kugelzähler. Und ja, ich spiele im CQB mit Shortdot. Sieht auch nach CQB aus. Ja, total. Das ist so, wenn ich im CQB ein bisschen defensiver spielen möchte, so ein Schuss, ein Treffer. Macht Bock. Durch die Kugelzähler-Einheit weiß ich immer genau. Ich meine, bei allen anderen Waffen habe ich es auch gut im Gefühl. Das ist schon nochmal was anderes, wenn du weißt, bevor du in einen Raum reingehst und keine Ahnung, was stürmen willst. Man kennt ja im CQB die Situation. Es ist cool zu wissen, wenn man sieht. Ich habe jetzt noch ungefähr 30 Schuss im Magazin. Vielleicht sollte ich vorher noch mal einen Tactical Reload machen, bevor ich da in den Raum voller Gegner reinstürme. Ja, Short Dot hattest du damals, glaube ich, von Taiwan Gun, ne? Genau, das ist von Taiwan Gun. Ja, weil das gerade gefragt wurde. Achso, das ist immer mal wieder im Programm drin und dann wieder raus. Ja. Das ist Vector Optics Mustang 1,5 bis 4 mal 30. Auf jeden Fall ein ziemlich geiles Gewehr. Ich finde das optisch nach wie vor ziemlich cool. Und das wurde im Endeffekt... Das ist ja fast schon dein Aushängeschild jetzt, ne? Die Tega 45? Ja. Also die macht sowas von Bock. Ich mag das Aussehen so gerne, weil es eben nicht der Einheitsbrei ist. Ich weiß nicht, ich liebe das Teil. Ich auch. So unglaublich. Und man sieht es ja auch in dem letzten Gameplay, was wir vorhin beim Rückblick hatten. Na klar. Das Ding geht ab wie Sau. Da ist kein Titan drin, da ist eine ACU Gen 5 drin. Und das hat Julian ganz viel Spaß gemacht zum Einbauen. Also wer Lust hat auf einen ruhigen Julian, guckt euch das TK 45 Tuning an. Ja, das war cool. Also ich weiß nicht, wie viele Zehntausende an Schuss das Ding durch hat, aber das wurde seitdem auch nie wieder geöffnet. Und schießt wahrscheinlich absolut. Ja, selbst wenn du Scheiße schießt. Einwandfrei. Wie viele Max hast du für die TK? 7? Mein CQB-Loadout kennt man ja aus dem letzten Gameplay-Video. Da habe ich wirklich nur Combat-Shirt, Combat-Hose, ein Gürtel mit 6 Max dran. Gib ihm. Ah. Ja, Hannes hat echt die geilsten Gewehre. Sehe ich genauso. Bei Hannes erkennt man den Gewehr irgendwie eine Stilrichtung. Mhm. Ich habe diese ganzen Phasen durch, dass ich sage, uff, das muss ganz schwarz und clean sein und alles Mögliche. Und momentan bin ich irgendwie Paracord mit den Gummis drum. Boah, ich weiß nicht, ich finde das geil. Und hier auch. Ist das geil? Flipper Red Dot, was angeht, wenn es aufflippt. Das Ding ist laut, was nicht ganz so meins ist, aber es schießt unglaublich gut. Es ist gar nicht so viel dran gemacht. Ich glaube, es ist Stock-Motor drin. Ich glaube, Stock-Elektronik auch. Es ist, glaube ich, nur geschurzt worden, tatsächlich. Wenn ich mich nicht irre, kann mich ja irren. Hop-Up ist natürlich gemacht, Hop-Up-Laufgummi. Aber das ist fett. Und dieser Bicolor-Stil auf dem Gewehr mit dem schlanken Handguard. Ich mag auch tatsächlich richtig gern die Optik, aber zumindest nur bei diesem Gewehr mit dem Amplifier. Und das macht auch den geilen Klang. Laut, aber geil. Liat. Ja, ich habe eine AK. Die Internals dürften wahrscheinlich vollkommener Dreck sein, aber es ist ein Stahlschwein.
Echtholz. Standard AK gibt es nichts zu sagen. Die habe ich halt einfach so. Ich habe auch nicht vor, damit irgendwas zu machen. Die Oldschool SRS A1. Dafür braucht man das Weltwinkel. Ja, ich liebe dieses Teil. Mal ganz kurz checken, ob da nicht eine Kugel drin ist. Wahrscheinlich nicht. Fast. Keine Kugel drin. Voll laut, ey. Ja, scheiße. Der Pisten ist halt extrem schwer und man soll mit einem schweren Pisten... Kann sagen, die was leer geschossen, du Idiot. Ja, das war kacke. Ultra leise, ultra präzise, ich liebe sie. Und die ist auch ganz leicht. Darf ich sie dir abnehmen? Ja, gerne. Ich weiß, das auch eigentlich, ich würde sagen, fast alles drin, was man machen kann. Ja, und das ist die Sniper, mit der ich angefangen habe zu snipen. Das war meine MB03. Das Einzige, was von der MB03 noch übrig ist, ist diese Top-Rail. Die Top-Rail, das ist alles, was davon noch übrig geblieben ist. Ja, der Schalli ist doch super dezent, oder? Das ist der Action Army Hive Schalldämpfer. Ja, wie gesagt, jetzt MB03 angefangen, dann die ganzen Internals, größtenteils Lalex, Action Army Hop-Up Unit, AG Lauf. Da habe ich echt alles reingeballert, was ging. Und dann, weiß nicht, die war ursprünglich in einem Plastik-Body. Dann habe ich einen Holz-Body drauf gemacht und den lackiert. Der ist dann weggeflogen, weil ich unbedingt das einen Schacht wollte, der in die M40-Richtung ging. Weil es gab damals aus Fernost, gab es da so einen M40 A3-Schaft. Zudem habe ich mich nie durchgerungen. Und dann habe ich mir gedacht, okay, jetzt mache ich hier irgendwie mal das ganze Paket von außen. Action Army Upper Receiver ist das hier. Das ist der kurze Norwich-Lauf und ja gut, das ist der Maple Leaf Shaft, aber auch von Norwich. Hier wollte ich eigentlich den Action Army Bull Barrel nehmen, in der kurzen Variante. Aber ich habe mich für den kurzen Norwich Lauf, genauso wie für den Shaft dann von der Seite von Norwich entschieden. Einfach aus Preisgründen. Weiß nicht, der ist ein Drittel so teuer und der war 10 Euro günstiger. Und dann eben der Hive Schalli drauf und der Lauf geht noch so, ich weiß nicht, zu einem Drittel ungefähr bis in den Schalli rein. In dem Schalli mit Barrel Spacer. Das Ding habe ich auch komplett durch und durch aufgebaut und natürlich auch wieder versucht, so leise wie möglich zu kriegen mit dem riesigen Schalldämpfer mit Airbrake, allem möglichen rum und dran. Ja, und dann kam die SRS-Liebe. Die Komodama, auch totale Oldschool-Waffe. Also das war das Projekt von komplett auf leise bauen. Das war das Gewehr, was ich Julian definitiv nicht nachgekauft habe. Weil es ist ja die Komodo. Aber ich weiß nicht, die liegt leider auch irgendwie rum. Das ist voll schade. Ey, die schießt toll und die ist leise. Ja, und das? Das ist auch ein Gewehr. Meine neueste Waffe. Wie willst du damit schießen? Ist ein bisschen schwierig. Geht, warte. Ja, der ist voll bis oben hin mit Paketen. Das Projekt, was ich glaube jetzt schon seit über einem halben Jahr mir zusammen kaufe. Haben wir im Hotel zusammengesucht, ne? Im Hotel haben wir die Liste zusammengestellt, aus was für Einzelteilen eine Airsoft eigentlich besteht. Also Julian hat ja damals mit seiner Guardian diesen Ansatz gehabt, von wegen, ich baue mir komplett meine einzelne Waffe aus einzelnen Teilen. Und das ist mein Ansatz in die Richtung. Alles einzelne Teile von AliExpress, von allen möglichen Airsoft-Shops, Bigardi, Airsoft-Zone, Umbrella Armory, nee, Scum Shop glaube ich nicht, VS6. Ich weiß, was da drin ist. Jetzt sind tatsächlich alle Teile da, bis auf Motor und eventuell noch ein anderer Pistenhead. Zylinderhead. Zylinderhead. Ja, jetzt bin ich doch schon fertig. So viel habe ich gar nicht geredet. Ja, das war's, oder? Was erwartet uns in 2022? Zum einen ist ja dein Gewehr da aus dem Karton. Genau. Wo du dir aus allem möglichen Scheiß irgendwie was zusammengesucht hast, von allen möglichen 1000 Jobs. Wo und ich Bock hatte, mir so eine Art Guardian zu bauen wie Julian. Mhm. Mein ganz persönliches Gewehr, wo ich mir jedes Teil selbst ausgesucht habe. Wollen wir unser HPA-Projekt ein bisschen zeigen? Ja, so leicht anteasern können wir es. Ja. Hier, den Inhalt, was wir bei Amazon bestellt hatten, und den Karton von außen vom Gewehr. Dann wissen sie nämlich gar nichts. Ja. Also ich glaube, das ist mal mit eins der beklopptesten Sachen, die wir uns dann seit langem mal wieder haben einfallen lassen. Sehr bekloppt. Also das ist der Karton. Ne? Er ist auf die Uhr und der Vento werden ihn noch kennen. Ich habe ihn widerwillen angenommen. Und wir haben die ganze Zeit, der lag hier. Wir dachten uns, was kann man mit diesem hässlichen, komischen Kackding machen? Und uns ist was Witziges eingefallen. Das machen wir jetzt. Damit zusammenhängt ist dann auch noch das hier, was hier in dem Karton ist. So ein bisschen Kupplungskram, so Anschlüsse und so eine Druckanzeige, eine Kupferleitung, da brauchen wir was Witziges. Steampunk ist schon nicht schlecht, ja? Ja, Jascha ist auf einem guten Weg. Aber am Ende kommt da, glaube ich, was ziemlich Geiles bei rum. Die MP5 muss ich auf jeden Fall fertig machen. GC18 da. Wie gesagt, wir haben einige Gewehrprojekte, einige Sachen, wie es mit dem Kanal allgemein weitergehen soll, einige Sachen, wie es mit der, in Anführungszeichen, Marke ACS weitergehen soll, wie es mit dem Shop weitergehen soll. Ach, wir wollten da noch ein paar Bilder im Shop
Ja, nicht nur. Nicht. So, schöne Sleeves haben wir hier, schöne Schläuche. Wir sagen da gar nicht viel zu, ne? Dem Alter ist auch eine coole Idee. Ja, auf jeden Fall. Ja. Sowas, ne? Ja, wir hängen jetzt gerade noch ein bisschen, also wir haben quasi alles fast fertig. Wir müssen die Artikel noch im Shop vernünftig anlegen. Das ist noch nicht hundertprozentig fertig, bis auf die neuen Gun-Charms. Wie geht's dem G3 von deinem Vater, Hannes? Jetzt hat er auch noch seinen eigenen Akku, sein Ladegerät, seine eigenen Kugeln. Jetzt kann er ein bisschen was damit machen. Kann er alleine losziehen. Aber das ist halt für ihn so einen großen emotionalen Wert immer noch. Der ist da so stolz drauf, wenn er das mal rausholt und dann anfasst. Und der hat mir auch schon Stories erzählt, immer wenn mal alte Kumpels vorbeikommen. Richtig, Chico. Holt er das raus und zeigt denen das. Und wenn man da hätte, wäre auch neulich erst einer dabei gewesen, der hat das dann auch in die Hand genommen und hätte auch fast angefangen zu heulen, weil das so echt ist. Ja, also, sofort, was meinst du, was da für Erinnerungen aus der Generation? Ja. Das, ich liebe dieses Video. Ich gucke mir das immer mal wieder noch an. Das war. Habe ich mir auch vor kurzem erst angeguckt. Ich gucke immer mal, wir stellen da immer wieder so ein bisschen durch den Kanal und gucke mir immer mal wieder ein, zwei Videos an. Allein auch die Erinnerungen, die für mich so da dranhängen an den ganzen Videos. So, ne? Mhm. Das ist immer wieder witzig, sich daran zurückzuerinnern. Das war jetzt seine Freundin? Ja! Wow. Ja, Rix, ich habe sie sogar in Airsoft-Rennen führen können. Begeistert. Piu, piu. Also in meinen Augen sind wir jetzt durch eigentlich, oder? Gut, Mädels, ja, dann machen wir jetzt Outro rein und dann sehen wir uns alle erst im neuen Jahr wieder, ne? Guten Rutsch. Gut, Mädels, wir machen jetzt Feierabend, wir sehen uns, wir wünschen euch allen ein wunderschönes neues Jahr. Guten Rutsch. Und im neuen Jahr geht's frisch weiter mit schönen, tollen Videos und neuen Plänen und... Jawohl. Hier und da mal ein Stream. Alles toll. Ne? Und Streams und so. Adios, amigos. Macht's gut.